Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Banishers Ghosts of New Eden. Ich habe gerade gesehen, hier an meinem Inventar blinkt's. Da steht Upgrades verfügbar, aber wo? Oh, hier, Amulett. Ah, da. Rituelle Halskette. Geisterpunktegewinn 10, Spektralresistenz 14, Zunderpilz. Ja, davon haben wir genug. Wolle und Schemenhorstschlick. Okay. Aber wir haben jetzt alles schon mal auf 2. Das ist schon mal nicht verkehrt. Wartet mal, was waren das andere da? Ah, das war das. Okay. Gut. Da würde ich Dieser sagen, Mann hat weiter seinen geht's. Freund umgebracht und verspeist. Als ich Soldat war, habe ich viele Geschichten über Belagerungen und Kannibalismus gehört. Einige davon waren wahr. Wer lange Hunger leidet, kann Schreckliches tun. Und Jacob litt fürchterlichen Hunger. So wie du. So wie ich. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal jemandem die Schuld geben würde. Zuletzt habe ich in der Armee getötet. Und mir geschworen, nie wieder zu töten. Es ist noch nicht zu spät, uns umzuentscheiden. Wir haben die richtige Entscheidung gefällt. Gemeinsam. Es gibt kein Zurück mehr. Damit ich also wiederbelebt werden kann, rauben wir menschliche Essenz. Wir töten Menschen aus Eigennutz. Lebende, atmende Menschen. Wir werden keine Verbanner mehr sein. Okay, Eid. Red wird an Teer einen Eid schwören und gemeinsam werden sie ihr Schicksal wählen. Deine Entscheidungen bezüglich des Abschlusses wirken sich auf deine Chancen aus, das Versprechen zu erfüllen, das sie einander gegeben haben. Denk daran, du hast die freie Wahl, wie du eine Spukermittlung abschließt, unabhängig von dem Schwur, den du geleistet hast. Du musst aber auch bereit sein, die Konsequenzen für deine Entscheidungen zu tragen. Schwör einen Eid. Ach du Scheiße, jetzt muss ich auch noch. Oh mein Gott, ich dachte, wir können uns einfach irgendwann so ein bisschen entscheiden. Ich frage mich gerade, würde sie für uns das Gleiche tun? Ich meine, sie hat ihren Mentor und besten Freund verbannen wollen. Die wollte den ja nicht mehr aufsteigen lassen. Die hat ihn verbannen wollen. Weil sie gesagt hat, dass sie nicht, dass er nicht mehr in das Reich gehört und blub. Also sie ist ja eigentlich von ihrem Grund auf dagegen. Ach, du Kacke. Bringen wir jetzt Menschen um, damit unsere Frau, Freundin wiederbelebt werden kann? Oder lassen wir sie gehen am Ende? Ist das. Wieso muss ich mich denn jetzt entscheiden am Anfang von diesem Spiel? Das ist doch scheiße. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Leute, Hilfe! Ich bin allein. Ich muss diese Entscheidung jetzt alleine treffen. Also eigentlich sagt alles in mir, wir killen einfach die ganzen Menschen und bringen sie zum Wiederauferstehen. Aber ist das richtig? Ich meine, am Ende sagen wir jetzt, hey, wir lassen sie aufsteigen und dann sind die Menschen alle so scheiße, dass wir sie sowieso umbringen und dann lassen wir sie wieder auferstehen. Aber am Ende sind das dann wieder Unschuldige. Und dann töten wir die. Ich weiß es nicht. Also wenn wir das tun, sind wir auf jeden Fall keine Verbanner mehr. Dann sind wir einfach schreckliche Menschen. Aber sie ist die Liebe unseres Lebens. Sie ist unsere bessere Hälfte. Wir können sie doch nicht einfach. Oh mein Gott. Ich weiß es nicht, Leute. Ich bin so komplett hin und her gerissen. Das Richtige wäre das hier. Ja, da sind wir uns einig. Also das Richtige wäre, die ganze Kacke hier hinter uns zu bringen und wir lassen sie gehen. Und leben dann ohne sie weiter und alles. Aber eigentlich wollen wir doch alle das hier, oder?
viele Siedler wie möglich mit einem Ritual der Schuld opfern, also doch alle töten. Oh mein Gott. Sie ist die Liebe unseres Lebens. Was wollen wir machen? Gut, dann hätten wir das abgehakt. Danke. Ich hoffe, du bereust es nicht. Ich hoffe es auch. Bald werde ich mir mein Leben zurückholen. Boah, am Ende entscheiden wir uns jetzt, sie zu retten, ne? Dafür werden wir den höchsten aller Preise bezahlen. Wir Verbanner mögen es Schuldzuweisung nennen, aber im Herzen wissen wir, dass wir Leben auslöschen. Wie viele? Ich weiß es nicht. Vielleicht zu viele, um sie dir aufzubürden. Ich will, dass wir wieder zusammen sind, Red. Ich will Rache an dem Ding nehmen, das mich getötet hat. Ich will leben. Das will ich auch. Von ganzem Herzen. Kein Preis ist zu hoch dafür. Ich werde es tun. Ich schwöre auf meinen Eid, meine Liebste. Ich werde dich von den Toten zurückholen. Jetzt stelle ich mir vor, wir holen die zurück, ne? Ein gegebenes Versprechen. Jetzt stell dich mal vor, wir holen die zurück. Und am Ende müssen wir sie dann doch töten oder so, weil sie nicht als das zurückkam, was sie war oder so. Oh Gott, das wäre so böse, ey. Oh mein Gott. Okay. Aufgabe gestartet, die Waldbewohner zur kaputten Brücke zurückkehren. Okay. Wir haben noch einen Fertigkeitspunkt. Halt, ne, hier. Warte, was hatte ich gesagt, wollte ich noch machen? Das mit dem 30% mehr Schaden. Das machen wir mal noch. Wo ging denn das zur kaputten Brücke hier hoch, ne? Gehen wir zurück zur Brücke. Ich fühle mich wieder gestärkt. Mal sehen, ob ich mit den Spektralspuren recht hatte. Okay. Das ist so gemein, dass du dich gleich am Anfang vom Spiel entscheiden musst. Aber ich kann es verstehen. Und ich denke, die meisten werden den Weg gehen, den wir jetzt gehen. Ich glaube, die wenigsten werden sich dafür entscheiden, sie aufsteigen zu lassen, oder? Also gut. Ich glaube, ich kann hinüberspringen. Deine Verbannerringe werden helfen. Kannst du die Stelle finden, wo die Flecken aufeinandertreffen? Spuren ausrichten. Nimm mir jetzt das Seil. Kommen jetzt wieder Gegner? Spuren ausrichten. Wie soll ich denn das machen? Hä? Was ist jetzt passiert? Ah, jetzt. Komm mit. Okay. Wow. Das war ein Warpsprung. Alles in Ordnung. Ging mir nie besser. Okay. Den Edentown erreichen.
Gibt's eine Eden Town? Ich habe keine Ahnung, wo eine Eden Town ist. Weltfortschritt 1%. Ach du Scheiße. Okay. Das wird ein sehr langes Let's Play, Leute. Ich sag's euch. Muss ich hier lang? Ich bin mir unsicher. Wartet mal. Da geht es halt auf jeden Fall übel weit runter. Da lang, ne? Das war ein gewagter Sprung. Geisterkräfte sind faszinierend, aber ich komme mir so unbeholfen vor. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Du wirst sie ebenso meistern, wie du alles andere gemeistert hast. Reagiert auf das Ding hier, ne? Okay, wartet mal. Also wir müssen da lang. Da war gerade ein Fragezeichen. Ich gehe jetzt erstmal hier runter. Da ist ein Fragezeichen. Links. Ich meine, am Ende werden wir sicherlich die meisten Wege durch Story und so wahrscheinlich. Ach, hier sind. Hier sind wir. Okay, I see. Ich weiß, wo wir sind. Das ist da, wo wir gerade eben schon waren. Okay, das heißt, wir kommen auf jeden Fall wieder rüber auf die andere Seite. Okay. Red wäre sicher gut bei Ninja Warrior. Okay. Die Frage ist jetzt rechts rum oder geradeaus? Wo bin ich denn? Okay, rechts rum komme ich wahrscheinlich dahin. Ich geh mal rechts rum. Wir gehen mal zu dem Fragezeichen zuerst. Hier geht's auch nicht weiter, soweit ich sehe. Da sind viele Gegner. Wieso steht da Handbuch? Hm, keine Ahnung. Ich muss halt sowieso üben. Phantomsatz. Benutze mit Antea den Phantomsatz, um in den Kampf einzugreifen und sofort in die Nähe deines Ziels zu gelangen. Eine solche Manifestation verbraucht Geisterpunkte und benötigt eine Abklingzeit, bevor sie erneut benutzt werden kann. Ich kann nein, dir helfen. Nein, ich habe schon wieder meine... Seht ihr, ich habe schon wieder zwei Tränke gesucht. Oh, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Au. Wieso drücke ich denn immer Viereck? Was ist mit mir? Spektrale Aktivitäten. Du hast eine Ansammlung spektraler Aktivitäten gefunden. Als Verbanner obliegt es dir, diese Gefahr zu bannen. Deine Lebenspunkte und Sudladung werden zu Beginn nach
werden zu Beginn und nach Abschluss einer solchen Begegnung vollständig wiederhergestellt. Okay, durch das Eliminieren einer solchen Ansammlung erhältst du dauerhafte Boni auf deine Stärke. Okay, warte, das machen wir gleich. Wirst mal das... Schöne Gegend und so weiter, aber siehst du einen Weg nach oben? Okay. Wir versuchen das mal. Ein Schwarm Schemen. Zwing sie mit den richtigen Worten der Macht dazu, sich zu zeigen. Okay, das ist quasi so ein Event, oder? Zwinge sie dazu, sich zu zeigen. Gucken wir mal, ob das hier das Richtige ist. Zeigt mir eure wahre Gestalt! Ob das jetzt die richtige Entscheidung war, ich weiß es nicht. Konzentrier dich, Red. Ritual fehlgeschlagen? Dann doch das? Zeigt uns euer wahres Gesicht! Bereit für den Einsatz. Du Bastard. Achtung! Ein Schemen ergreift Besitz. Toll! Hallo? Nimm die Beine in die Hand. Ja, ich wollte ja. Dein Begräbnis! Hast du schon wieder. Komm. Es wird ernst. Ich muss blocken üben. Ich kann dir helfen. Ja, okay. Sie lernen es einfach nicht, oder? Da ist noch einer. Tja! Du verschwendest deine Zeit mit dem. Ja, ja. Hier, das ist für dich. Der Schemen hat eine Leiche entdeckt und will sie für sich haben. Ja, was soll ich denn machen, Antia? Bastard. Der ist hier nicht so effektiv. Sturer Bastard. Okay, ich kann den gerade nicht. Okay, der kann gerade nicht angegriffen werden. Na klar. Sie werden aggressiver. Wow. Ich bin bereit. Ich muss den Grünen wegmachen, ne? Aber. Oh, Red. Dass ich hier kein... Ich kann die scheiß Köter nicht wegmachen. Auf den Hund zu prügeln, Antea. Halt den Rand. Ja, ja, genau das denke ich auch. Halt den Rand. Ich hätte gerne eine Fernkampfwaffe, aber ich... Also ich habe ja gesehen, dass ich später ein Gewehr kriege. Au. Du brauchst meine Hilfe. Au. Ah,
Okay, Teamwork. Scheiß Promenadenmischung. Scheiß Promenaden. Was siehst du? Irgendwas, was uns weiterhilft? Ah, hab jetzt irgendwie diesen Schlick gekriegt. Nest besiegt, okay. Das ist halt super ätzend, wenn der Grüne... Gibt's hier noch irgendwas? Wenn der Grüne verhindert? Okay, ich muss den Controller gleich mal tauschen. Hier ist irgendwas. Hier sind Spuren. Wenn die Ausrichtung stimmt, können wir hier vielleicht springen. Du sagst, wo es lang geht. Okay. Ich bin nur der Handlanger. Moment, ich habe hier was gefunden. Hallo? Okay, das war nur Geld. Es ist schon wieder passiert, ne? Ich habe am Anfang wieder Viereck gedrückt für den Angriff. Okay, also hier ist nichts. Da hinten ist noch Spektralstaub, den nehmen wir mit. Ich glaube, den brauchen wir halt auch einfach. Pilze, die können wir nicht einsammeln. Och nee. Och nee. Das ist halt auch einfach nur so ein Rundgang, ne? Weg auf die andere Seite. Okay, also wir können jetzt da lang, um zurückzukommen. Ich hätte irgendwas gesagt, wir können hier springen. Aber wohin? Respawn die Geister? Das ist auch so eine Frage, die ich mir gerade stelle. Oder wenn wir die jetzt einmal weggemacht haben, sind die weg? Hier, bedien dich! Okay, das war jetzt gar nicht so schwer. Weil nicht noch so ein Kackwolf rumgerannt ist. Gibt's hier noch irgendwas? Nee. Die standen einfach nur so random hier rum. Okay. Okay, okay. Von da bin ich gekommen. Was ist das denn da? Da hängt eine Leiche oder so. Hier. Ganz schön hoch. Vertrau mir. Hey, wo sollen wir jetzt... Was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung, was wir jetzt hier machen sollen. Ich bin ein bisschen verwirrt. Ah, hier. Ah, I see. Okay, Anthea muss wieder hier rumspringen. Okay. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Nee, okay, das hier ist nicht richtig. Wartet. Ja, ja, wartet. Jetzt ist aber die Frage, wohin springen wir denn? Wir springen wahrscheinlich jetzt. Wir sind hier nach da, oder?
Also, oder nach da? Kommen wir denn dann noch nach da? Weil das ist ja gerade Hauptstory, ne? Moment. Sorry. Ich renne hier 20 Mal hin und her, aber... Gott, dieser Vogel hat mich gerade komplett erschrocken. Wir gehen mal hier lang. Ich will noch wissen, was das Fragezeichen ist. So viel Zeit muss sein. Lauf, Red, lauf. Lag was? Noch eine Straße ins Nichts. Schaffen wir den Sprung? Keine Spektralspuren in Reichweite. Ich kann dir hier nicht helfen. Dann suchen wir einen anderen Weg. Okay, also hier ist... Verdammtes Land. Wenn wir wieder in New Eden Town sind, kannst du ja Beschwerde einreichen. Da glitzert was. Ich glaube, wir brauchen erst eine Schusswaffe, dass wir den abschnibbeln können. Okay, also hier geht es tatsächlich einfach nicht weiter. Gut. Der Weg war dann einmal für umsonst, aber hey, egal. Dann kommen wir jetzt nicht zu dem Fragezeichen gerade. Dann werden wir danach zu dem Fragezeichen wahrscheinlich kommen, ne? Aber dann können wir jetzt gleich mal gucken, ob die Geister respawnen, wenn wir aus dem Gebiet draußen wieder reinrennen. Was eigentlich unlogisch wäre, weil es kann ja nur so viele Geister wie Tote geben, ne? Wäre also unlogisch, wenn die respawnen würden. Okay. Nicht ganz. Und jump! Geschafft! Ja, erinnere mich beim nächsten Mal daran, die Augen zuzumachen. Okay, da vorne glitzert auch irgendwas. Zurückgelassenes Tagebuch. Wir schreiben das Jahr 1695. Dessen bin ich mir sicher. Den New Smiths zu folgen war ein Fehler. Nachdem wir unsere Häuser verlassen und bei Regen und Wind durch den finsteren Wald stapfen mussten, erreichte unsere Gruppe ein altes Jägerlager. Die Brücke nach Boston ist kaputt und wir können nicht weiterziehen. Diese Flucht in die Freiheit war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die Erinnerungen an unser Zuhause in Eden Town verblassen von Tag zu Tag mehr. Wir hatten dort Freunde und Nachbarn. Das Gelächter der Kinder schallte durch die Gänge der Schule und wir hatten ein Gemeindezentrum mit einem Pastor, der sich wirklich um uns kümmerte. Als wir mit Thickskins Gruppe aufbrachen, kehrten wir in Eden Town, ein Dorf, das wir einst aufgebaut hatten, den Rücken. Ich vermisse unser Zuhause zutiefst. Beth geht es ebenso. Auch wenn sie versucht, es nicht zu zeigen. Wir werden zurückkehren. Wir packen erneut unsere 7 Sachen und gehen zurück in unsere Heimat. Was immer durch den Wald streift, kann sich zum Teufel scheren. Möge Gott uns beistehen. Okay, wir wissen nicht, von wem es geschrieben ist, aber Thickskin war ja im Dorf. Also die ist auf jeden Fall... Also zurückgekommen. I don't know, was das ist. Kommen wir nicht ran. Ich weiß nicht, ob wir unbegrenztes Inventar haben. Oder ob wir irgendwann voll sind. Okay, jetzt kommen wir sowieso zum Fragezeichen. Alles klar. Eine Hütte. Oh je. Nicht gut. Flucht. Alles in Ordnung? Noch bald. Ich nicht mehr kopfüber hänge. Was war das? Eine Schlingfalle. Jacob Lynn sprach von einem Jägerlager. Es könnte in der Nähe sein. Etwas ist hier. Was? Lebendiges? Ja.
Na toll. Wer seid ihr und woher kommt ihr? Ich komme von New Eden Town. Dann seid ihr furchtbar weit gereist, werter Herr. Wer seid ihr? Ich bin Red McGrath. Die Stadträte von New Eden Town haben mich angeheuert. Ich bin Verbanner. Seid ihr nicht mit dieser anderen Person im Gemeindehaus ums Leben gekommen? Ich bin in die Fluten gestürzt und wurde davongeschwemmt. So habe ich überlebt. Nun, bis jetzt jedenfalls. Das erste Mal, dass ich einen Verbanner sehe. Ich hätte mehr erwartet. Könnten wir diese Unterhaltung eventuell fortsetzen, wenn ich wieder festen Boden unter den Füßen habe? Hey, immer mit der Ruhe! Hört auf zu zappeln! Stillhalten, habe ich gesagt. Ich will sehen, wie ruhig ihr bleibt, wenn auf euch geschossen wird. Wenn das so ist, Verbanner, könnt ihr euch ja selbst aus der Falle befreien. Was? Wie? Nein, warte! Unser Lager liegt unten am Hügel. Ich werde dort auf euch warten. Kommt zurück! Scheiße! Ich nehme an, du kannst mir nicht helfen, oder? Das war unterhaltsam. Schön, dich lächeln zu sehen. Warte. Oh oh. Da ist etwas. Nicht gut. Was Lebendiges. Nein. Oh oh. Oh. Nicht gut, diese? Ew. Wie, was ist das denn? Ein Knochenwandler. Er hat uns Scheiße. Entdeckt. Das nicht gut. What the fuck ist das denn? Du schaffst das. Wie? Bitte. Bosskampf. Ich wollte eigentlich die Folge beenden. Aber okay, hey. Wir sind hier so. Alter. Zurück zur Hölle mit dir. Wo ist er denn? Oh, das. Ja, ich wollte gerade sagen, das war's doch noch nicht. Kehre. Autsch. Lass mich dir helfen. Ja, ja, Tja, Moment. Autsch. Wenn Gegner blocken, kannst du ihre Verteidigung mit bestimmten Angriffen durchbrechen, wie zum Beispiel Reds aufgeladene Angriffe an Tjas Manifestationen. Das ist für dich. Okay. Puh. Gerade nochmal gut gegangen. Junge, die haben uns da einfach hängen lassen. Die Arschpupsis. Zum Abschluss bringen. Okay, wartet. Das machen wir in der nächsten Folge. Wir sind schon wieder über der Zeit. Ich mach's jetzt kurz und schmerzlos. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch wie immer fürs Zugucken. Nächste Folge geht mit einer kleinen Geschichte weiter. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.